Wuppertal in Oberhausen? Was macht ein Bremsbogen der Wuppertaler Schwebebahn am LVR Industriemuseum als Ankerpunkt der Route Industriekultur? Ganz einfach. Der Schwebebahnbremsbogen wurde 1900 in der Brückenbauanstalt der Gute Hoffnungshütte GHH in Oberhausen gebaut und hat fast 100 Jahre das Schienensystem der Wuppertaler Schwebebahn stabilisiert. Bei einer Generalüberholung ab 1995 hat das LVR Industriemuseum den Bremsbogen nach Hause und somit wieder zurück nach Oberhausen geholt. Seit 1998 ziert die 10 Meter hohe und 32 Tonnen schwere Stahlkonstruktion von 1900 den Eingang des LVR Industriemuseums auf dem Gelände der ehemaligen Zinkfabrik Altenberg. Der Oberhausener Hauptbahnhof von 1847 ist ein Durchgangsbahnhof mit 10 Gleisen und beherbergt auf dem Gleis 4 und 5 einen Museumsbahnsteig. Der stillgelegte Bahnsteig ist ein Zeitzeuge der Schwerindustrie und veranschaulicht die Geschichte des Bahnhofs und die Bedeutung der Eisenbahn für die Industrie und die Stadt. Auf dem Museumsbahnsteig könnt ihr einen alten Schlackenpfannenwagen sowie einen Torpedopfannenwagen bestaunen. Zwei Waggons, die viele Jahre in der Schwerindustrie unterwegs waren. Der Oberhausener Hauptbahnhof liegt an der Stammstrecke der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft und ist nach wie vor ein wichtiger Bahnknotenpunkt im Ruhrgebiet. Der Eintritt zum Museumsbahnsteig ist natürlich frei. Urban Exploration made in Oberhausen. Viel Spaß allen Reisenden, Bahnfans und Hobbyfotografen.